Mein Name ist Waldemar Pitzelberger. Ich bin Rübenbauer in zweiter Generation und habe durch wirtschaftliches Geschick und kaufmännische Renovation einen Sprung in die Hemisphären meiner jetzigen Posterität geschafft. Ich durchbreche heute die Grenze zwischen Proletariat und Adel. Wenn man den Geist transportieren will für das kleine Ensemble, dann muss ich mir viele Freiheiten gönnen dürfen, da ich mit den Instrumenten, die ich zur Verfügung habe, da alles rauskitzeln will, was geht. Das ist ein freches Stück. Ich habe immer so das Gefühl gehabt, ich tue dem Offenbach nichts an, sondern das ist mein Verbündeter. Also wenn ich ihm jetzt schreiben würde, ich glaube, er wäre ganz begeistert. Auch ein Melodram, in dem Ernestine, die Tochter des Pitzelberger, kommuniziert mit dem Komponisten und das ist eben, ja, sie spielt Klavier und spricht, er spielt auf dem Fagott, aber das Fagott ist natürlich aus dem Orchester besetzt und es ist Klavier dabei, es ist wirklich eine sehr solistische Partie an dieser Stelle. Für mich eine Freude, einfach ein Stück zu präsentieren, das kurzweilig ist. Offenbachsche Operette kommt immer beim Publikum gut an. Es ist spritzig. Wenn alles auf Zack ist, wird das Publikum große Freude daran haben und es wird 90 Minuten lang vollkommen vergessen, dass wir uns noch mitten in einer Pandemie befinden.